Wir haben natürlich jetzt nochmal sehr viele Grundlagen gemacht im Trainingslager, gehen jetzt in die hohen Intensitäten, auch in die höheren Frequenzen. Und das müssen wir jetzt einfach üben. Das ist der Plan von Uwe Bender gewesen. Und jetzt gerade zuletzt die Strecken, die wir gefahren sind, lassen schon ganz gut hoffen, dass wir einen ganz guten Tritt gekommen sind jetzt über die letzte Zeit. Ja, und Achter ist einfach Geschwindigkeit, ne? Also das ist unbeschreiblich, wenn man so richtig ins Rutschen kommt im Achter. Also so ein Gefühl kriegt man in keiner anderen Bootsklasse. 10 Boote ist eigentlich ein relativ normales Feld. Wir haben eigentlich mit sogar noch mehr Leuten gerechnet jetzt vor den Olympischen Spielen, weil dieses Jahr auch die Qualifikation ist. Aber insgesamt sind natürlich die altbekannten Konkurrenten, natürlich mit den Engländern, da haben wir über Jahre hinweg schon ein inniges Verhältnis. Und natürlich dann auch die Holländer, die haben dieses Jahr ein sehr starkes Team, haben sie auch noch mal gut verbessert. Und natürlich auch die Neuseeländer, die sind insgesamt als Team durch die Bank weg sehr stark und haben auch dieses Jahr durch 2 neue Leute im Achter auch einen sehr guten Achter. Und jetzt, das sind so die Hauptkonkurrenten hin zur WM. Wir gehen schon an den Start, um Weltmeister zu werden. Damit ist natürlich die WM, die Olympia-Qualifikation auch mit inbegriffen. Aber in erster Linie wollen wir Weltmeister werden und das ist das oberste Ziel von uns.